Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und ja, der Typ will jetzt glaube ich den alten anbringen. Aber was sollen wir noch warten oder streiten wir ein? Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. Idee sucht Ideen, vielleicht bekommen wir noch mehr Infos. Skull! Wir müssen einschreiten. Nö, warum? Was gibt's da groß zu überlegen? Ja, egal was wir drücken, es schaut so aus, als würden wir eine Möglichkeit bekommen, aber wir bekommen keine Möglichkeit. Typisch in Rollenspielen! Wer seid ihr? Wir sind die Seeds! Hey, hier sind Seeds! Holt das Eisen grad! Es tut uns leid, aber wir kennen leider keine anderen Methoden. Scroll! Dum, 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 dum. Drei Öffeltypen, die gleich sterben. Genauer Angriff. Oh nein! Boah, macht der Typ Schaden, den Typ, der kann was erleben. So, das war jetzt mit. Verdammt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber. Na, der Typ stirbt jetzt. Stirb! Das war's mit den Typen und ja, der andere Frau muss jetzt auch dran glauben. Tja, tja. Mehr XP für uns und eine Phönixfeder und Munition. Money! Und Level Up für unsere Gifts. Die ich fast nie benutze! Was ist das? Ja, jetzt. Sehen wir einen alten Freund wieder, da oben seht ihr ihn schon. Es ist das komische Raketenbasis-Maschine-Dingens-Moment. Und es ist rostig. Und eh schon halb kaputt. Mal schauen. Die Kampfmucke ist cool. Hat irgendwas zum Ziehen, was vernünftig ist? Nö. Aber er macht 200 Schaden, ey. Das Ding hat's drauf. Nein, noch nicht. Zuerst einmal Zauber, wo ist das? Analyse, da haben wir es ja. Analysieren wir das Ding einmal. Target, analyze. Nachdem sie in der Raketenbasis demoliert wurde, ging die Kontrolle verloren. Sie kann jeden Moment in die Luft gehen. Verdammt, schwach gegen Blut und Wasser. Das heißt, wir können... Yeah, wir können richtig draufmashen. Blitz, Erde und Wasser. Ich glaube, das ist Erde. Hat nur 6000. Schwach. Das heißt, wir bashen richtig drauf. Ja. Schön. Angriff. Okay. Quetzalcoatl. Das heißt, gut gesagt, ich kann euch gleich die neue GF zeigen. Leviathan! Und Xel greift weiterhin an. Bams, bams. Und da geht's los mit Gewittersturm. Yeah. Volum. Weil ich liebe das wie ich. Cool. Schaut nämlich so geil aus. Dieses Vieh so majestätisch kommt. Sein Schweiß sieht aus, so als würde es so eine Art Umhang tragen. Ey. Voll geil, das Vieh. Wie viel Schaden macht's? Ja, 500. Naja. Könnte besser gehen. Aber es kommt ja eh noch Leviathan. Aber zuerst best gesellt ihm noch eine rein. Und dann kommen wir zur Sintflut, die wir noch nicht kennen. Und hier erscheint ja die mächtige Seeschlange. Leviathan. Ja.
Und natürlich, er lässt einen Berg entstehen. Und verwandelt sich dann in eine riesige Wasserwelle, die diesen Berg dann runterreißt. Und die Sintflut alles mitspült. Yay, 1000 Schaden, wow! Die kommt gleich nochmal. Leviathan werde ich gleich nochmal rufen. Aber Quetzalcoatl nicht. Denn ich greife mit Scroll normal an. Und das macht mehr Schaden als Quetzalcoatl. Aber Leviathan kann ruhig nochmal kommen. Oh nein, er macht 300 Schaden, habe ich Angst. Mams! Ja, Mams! Und er ballert mich noch ab, während ich in Position gehe. Geht's da noch ganz? Und eine Sintflut! Die wieder ewig lang dauert! Leider kann ich es nicht weiter drücken. Da man ja für gewöhnlich in dem Spiel Select drückt und damit der Quadrataste anfeuert. Was ich ja nicht tun würde. Ist mir zu anstrengend, ob das während dem Let's Play zu machen. Und ich würde mich nur unnötig darüber ärgern, wenn ich wieder auf Null falle. Und ja, deswegen mag ich es nicht. Würde zwar den Schaden noch mehr erhöhen, aber auch nicht, dass ich jetzt sage, boah, so viel Schaden. Aber ich würde sagen, das Ding dauert mir zu lange. Ich greife normal an. Oh nein, er ballert Renoir. Ich probiere was anderes aus. Kabam! Viel hält der nicht mehr aus. Zauber! Blitzgar! Mal schauen, was das abzieht. Kabooms! 615, yes! Und das war's schon! Wenn ich immer dran denke, wie viel Probleme mir dieses Ding eigentlich immer bereitet hat, Früher hat mir dieses Ding immer in der Raketenbasis vor allem voll viele Probleme bereitet. Und aber diesmal habe ich überhaupt nicht wirklich Probleme gehabt. Und ja, unsere GFs beherrschen HP plus 40%. Schön, noch mehr HP für unsere Freunde. Die Maschine. Was tut sie? Oh, blö. Das war's. Jetzt ist sie endgültig hinüber. Und schaut, wer da kommt. Yay, sie leben noch. Hurra. Squall. Sie sind alle wohl auf. Ein Glück. Willkommen zurück, Selfie. Wisst ihr es, Erwin? Gut, dass ihr es geschafft habt. Und wie sieht es jetzt mit dem Garten aus? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber dem Garten ist nichts passiert. Juhu! Wie kommt ihr eigentlich her? Skull, darüber reden wir später. Stimmt auch wieder. Xel, Renoir, gib mir Selfie zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Was soll der Scheiß? Ich will mich nicht mehr umschauen. Ich habe mich schon genug umgeschaut. Gut, Renoir ist da geblieben. Danke fürs Dableiben. Du sagtest doch eben, gut, dass ihr es geschafft habt. Ja und? Das passt gar nicht zu dir, aber ich finde das nett. Das ist, weil ich das wirklich gedacht habe. Mir war ihm danach,
Was dagegen? So meinte ich das nicht. Du warst doch um deine Freunde besorgt, oder? So kann man es auch nennen, auch sehen. Zwar hättest du das auch, ob ich das auch gesagt hätte, wenn du dabei gewesen wärst? Das weiß ich nicht. Du warst ja nicht dort. Oh, woher wusstest du, was ich fragen wollte? War ja unschwer zu erraten. Das macht mich wieder glücklich. Und jetzt übertreib nicht. Naja, bis dann, Squall. Was soll der Scheiß? Ich muss wieder alleine zurückklatschen. Warum? Verflucht seist du, Spiel! Mich alleine den ganzen Weg zurückklatschen hast. Ihr habt mir das Leben gerettet. War es Ihnen unangenehm? Das habe ich nicht gesagt, aber ich sage auch nicht Danke. Wir wollen keinen Dank, nur... Nur was weiß ich überhaupt? Dass sie uns versteht. Dass sie uns verstehen. Wir sind kein Haufen von blutrünstigen Killern. Aha. Ich hasse solche Gespräche, was sage ich ihm? Ich versuch's einfach. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Wenn wir durch Gespräche alle Probleme lösen könnten, wären wir die Letzten, die was dagegen hätten. Aber man braucht sehr viel Zeit, um dem anderen zu überzeugen. Erst recht, wenn sich der Gegner dagegen sträubt. Mit solchen Leuten Gespräche zu führen, erfordert sehr viel Zeit und Energie. Daher, damit Menschen wie Sie Gespräche führen können, sind auch Menschen wie wir notwendig. Es gibt viele Menschen, die für Sie kämpfen. Denken Sie mal daran. Ja, alter OP. Ich hoffe, du verstehst jetzt, dass man nicht alles mit Reden... mit Reden lösen kann. Und zurück. Ich habe hier nichts mehr verloren. Denn die Endgänger haben mir auch nicht gegeben, was ich noch benutzen könnte. Oh, aber hier haben wir noch was. Drohpunkt. Und mehr Money. Der Gegner gefunden. Wer soll ziehen? Squall. Wer denn sonst? Und es ist ja keiner da. Was eine Firma. Frechheit. Abzocke! Ja, ich habe gar nichts bezahlt. Keine Abzocke oder... Mann, egal. Speiern! Scroll ist overpowered! Eindeutig, Leute! Warum ist er auf einem viel höheren Level als die anderen? Ich weiß es nicht. So, wieder zurück nach oben. Ey, bring mich nach oben, Typ. Bekanntes Gesicht 2. Hey, du wieder, hä? Hast du mich vergessen? Wir haben uns am Kran getroffen. Stimmt, oder? Ich weiß nicht recht. Sorry. Wenn du so höflich bist, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich und mein Bruder kommen uns von den Lift. Du hast ihn doch oben getroffen. Ja, genau. Es scheint, du hast nicht gewusst, mit wem du vorhin geredet hast. Na klar, wir sind uns alle ähnlich. Wenn du den Lift benutzen willst, sag mir einfach Bescheid. Gut, ich will den Lift benutzen. Alles klar, okay, steige ein. Yeah, einsteigen auf Turm oder wie auch immer. Warum? Nein. Nein, nein. Ich gehe nicht darauf ein. Lift fand ich lustig. Ey, da steht wieder rein! Unser alter Freund, der wieder zurück ist, auf das freue ich mich, dass er wieder da ist. Apropos, Irwin, wir haben doch was gekauft. Extra für ihn. Ability. Kugelwandler. Eine Schraube. Treibstoff. Das eine entsteht. 10 Flammenmunition. Sehr schön. Aus einem steht 40 Silo-Munition, ja, dann machen wir gleich 2. Oder nein, machen wir gleich noch einen. Ja, sehr schön. Splitter-Muni. Die haben wir gekauft. Wir könnten aus unserer ganzen Splitter-Muni im G-Muni machen, das machen wir aber nicht. Sondern ich mache hier 25.
MG Money und behalte mir 25 normale Money. Gut. Genug Money erstellt. Dann haben wir, ich glaube, wer war das? Ne, nicht Bass. Ja, Diabolos. Und Karfunkel. Karfunkel lernt jetzt Kontern. Du lernst noch. Ja, du, das passt schon so. Er soll ruhig seine Giftmagie erhöhen. Schon gut so, dass wir nicht in einsetzen, denn erst, ja, du auch, Shiba. Sollen sie ruhig lernen. Und so dringend brauche ich die anderen jetzt auch nicht. Ja, das man. Ja, was könnte ich noch lernen als nächstes? Hitzewandler könnte ich als nächstes dann lernen. Sehr schön. Koppeln! Nein, Score. Ability. Stärke. Auf 40% wechseln. Warum hat Xel nichts mehr gekoppelt? Warum haben die nicht mehr gekoppelt? Spiel! Das Spiel will mich schon wieder verarschen. Ich mach gleich die Kopplungen. Warte, ich muss sowieso die Kopplungen neu machen. Wegen der Aufteilungen. Ja, bei Squall passt alles. Aber wegen der Aufteilungen von den HP Plus und so muss ich das schauen, dass ich das nochmal neu mache dann. Sobald mein Team wieder komplett ist. Und da steht, Irvine. Yo, was geht? Kollege, der Aggressiv hat das Okay-Zeichen gegeben. Der Reparaturtrupp ist jetzt im Garten. Verstanden. Ach ja. Was ist? Ich, die Leute von FH sind doch alle hochqualifiziert. Ich habe etwas, was ich repariert haben möchte. Ob es in Ordnung ist, wenn ich die mal frage? Hm? Wenn die Arbeiten am Garten nicht in Verzug geraten, warum nicht? Aber übertreib's nicht, okay? Na klar, mache ich natürlich. Ich meine, natürlich nicht. Und der Typ rennt uns jetzt nach. Sehr schön. Dann, kurz auf GF schon. Jetzt wohl, du bist niemand. Also schauen wir mal. Der ist für Shiba für Rinoa. Ifrit für Rinoa? Nee. Wir haben alle mehr Freundlichkeit zu Rinoa als wir. Okay. Wir haben Diabolos und Brothers. Wenn ich gerade mehr Freundschaft zu Irvine. Diabolos. Damit kommt ja Diabolos und Leviathan. Einmal. Die bekommt einmal. Koppeln, Irvine. Koppeln. Okay, die Diabolos und Leviathan. Und außerdem er braucht er noch eine Stärkekupplung. Shiva. Optimal. Zauber hat im Moment keine. Aber die bekommt er gleich wieder. Pro und Item. Kappe plus 40 plus 20 und Körper plus 40%. Und ja, dann Zauber. Xel. Nein, Moment. Irvine, alles von Xel. Koppeln, Irvine. Optimal Stärke. 43. Ja. Könnte besser gehen. Hat er da wirklich nichts Besseres? Wo ist Vikra? Nee. Auch schwächer. Mal schauen, wie schaut's hier aus. Hier hat er gar keine. Ja, das ist gut so. Dann den dritten. Die restlichen Gaps gehören zu. Wo bist du? Genau. Hier, Siren, Brothers und
Das war's. Mehr habe ich nicht. Stärke und ja, die Zeit läuft auch schon wieder fast ab. Gift, Droh und Zauber. Hab über 40 und Magie über 40%. Sehr schön. Gut, gut. Damit haben alle. Boah, ja, ja. Im Ernst, alle über. Oh nein, Renoir nicht, aber Scrollen German haben über 3000. HP. Punkt, Punkt, Punkt. Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst solche Geschichten ja nicht. Du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Okay, aber. Ich mache hier trotzdem noch etwas weiter. Denn falls bis zum ich will jetzt eigentlich nur noch speichern gehen. Aber falls bis dahin noch etwas passiert, will ich das euch doch nicht vorenthalten. Moment mal! Mit Reparaturen haben die ja schon das gemeint. Dachtest du, die kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um so etwas geht, ist auf unseren Boss Verlass. Okay, weiter. So wie das jetzt, wie ihr gesehen habt. Deswegen. Noch etwas weiter. Wir gehen jetzt. Wir sollten jetzt eigentlich auf dem Schulhof zur Selfie. Aber ich will ja nicht hin. Ich will speichern. Mit meinem Klassenzimmer Speicherpunkt? Nö. Kann sein, dass hier irgendwo auch ein versteckter Speicherpunkt war. Im Garten, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist unwichtig. Hinunter in den ersten Schock. Warum der Speicherpunkt dabei wegweiser auf mysteriöse Weise verschwunden ist, weiß ich auch nicht. Aber muss ich halt zum Speicherpunkt im Quartier. Ja, da war unten bei meinem Speicherpunkt. Warum ist der weg? Genau hier war er. Egal. Dann halt ab ins Quartier. Denn ich will, ich will noch speichern. Speicherpunkte, die auf mysteriöse Weise verschwinden. Das ist ein Fall für... Nein. Nein, nein. Ihr könnt euch denken, was ich sagen wollte, aber ich sage es nicht. Die meisten von euch werden wissen, was ich sagen wollte. Für die, die es nicht wissen, habe ich zwei Tipps. Es fängt mit G an und Pro7. Die anderen. Das sollte genug Tipps sein. Egal, darum geht es jetzt aber nicht. Ich speichere jetzt hier. Ja, genau hier bei den 1 Quartieren und. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.